Hallo zusammen, ich bin Rolf, Anwendungstechniker bei Sieger. Hallo, ich bin Hendrik, technischer Vertrieb auch bei Firma Sieger. Und du möchtest was über den Fensteranschluss wissen? Dann bleib jetzt dran und schau dir das Video an. Ja, Hendrik, was ist dir denn wichtig bei der Fensterabdichtung auf der Baustelle? Ja, Rolf, das ist ganz einfach. Die Verarbeitung muss schnell und einfach gehen auf der Baustelle. Es muss hier einfach funktionieren, sofort dicht sein. Die Klebekraft muss extrem hoch sein. Genau für diese Anforderung haben wir das Fendrim-System entwickelt. Eine Serie von Klebebändern, die extrem robust sind, sofort 100% dicht, extrem hohe Klebekräfte, bereits ab minus 10 Grad aufweisen und ein System für innen und außen. Ein großer Vorteil dieser Klebebänder ist die Vorfaltung, damit du auf der Baustelle schnell und einfach verkleben kannst. Ja, und auch die Klebekraft, die ist enorm. Und hier ein Beispiel. Ja, Hendrik, erklär mir doch mal, für welche Anwendung brauche ich welches Produkt? Ja, kein Problem. Komm doch einfach mal mit. Wir haben hier das Fendrim 20. Das Fendrim 20 ist für den Innenbereich, für die Lochmontage. Sogar mit einer extra hier überputzbaren Zone, die Lochzone. Hier kannst du direkt drüber gehen mit einem Putz und hast keine Probleme mit Rissbildung. Das ist einfach mal für den Innenbereich. Hier haben wir unser Fendrim 2. Das ist für den Außenbereich. Auch für die Lochmontage, auch zum Putzen. Was hier natürlich noch extra dazukommt, hier haben wir ein Produkt, wo schlagregendicht ist und natürlich noch UV-beständig, also auch für die Lochmontage. Aber das ist nicht alles. Auch wenn du mal dran denkst an die Pfostenriegelmontage oder wenn auch das Ganze hier mit einer Dämmung überdeckt werden sollte, haben wir hier auch das Fendrim IS2. IS für Isolation, also heißt, wenn das Wärmedämmverbundsystem hier drüber kommt oder wenn eine andere Dämmung drüber kommt. Genauso kannst du auch das Fendrim IS2 für die Pfostenriegelmontage einsetzen. Nur ein Produkt, nur eine Abdichtung, mehr brauchst du gar nicht. Und das haben wir natürlich dann auch breiter. Wir können das Fendrim IS2 bis standardmäßig 300 mm schon mal machen. Somit kannst du deine Abdichtung im Pfostenriegelbereich, egal ob im Kopfpunktbereich oder auch unten im Fußpunktbereich, wunderbar abdichten. Noch kannst du auch hier mit dem Fendrim IS2 auch die zweite wasserführende Ebene abdichten. Hier kannst du unter der Fensterbank wunderschön rauskleben und hast keine Probleme mit Kondensat unter der Fensterbank. Und wenn es mal noch richtig robuster, stabiler sein sollte, denk doch mal an den Sockelanschluss im Innenbereich über den Winkel drüber kleben. Hier haben wir das Fendrim 330 Gray für den Sockelanschluss im Fußpunktbereich. Hier kannst du über den Winkel drüber kleben und hier ist es wirklich ein stabiles, robustes Band. Und da passiert überhaupt nichts. Hier haben wir das Fendrim 20. Das Fendrim 20 ist für den Innenbereich mit einem SD-Wert von 20 Metern. Im Außenbereich haben wir das Fendrim 2 mit einem SD-Wert von 2 Metern. Somit haben wir das ideale Diffusionsgefälle von innen nach außen. So, das war die Einführung in dein Sieger Fendrim-System. Möchtest du mehr erfahren, wie man diese Klebebänder richtig anwendet? Dann schau dir das nächste Video an. Oder melde dich direkt bei deinem lokalen Sieger-Ansprechpartner. Der kommt zu dir auf die Baustelle und zeigt dir das Ganze direkt vor Ort.